Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind hier immer noch auf Londinium und... Kalender, versuch es jetzt! Ja, wir sind auch sehr, sehr stark... Entfernung erfolgreich. Leute, eure Probe, sie hat sich bewegt. Ihr müsst vorsichtig sein. Das klingt nicht gut. Nee. Ist bestimmt ein riesiger Terramorph. Londinium Raumhafen. Okay, ich mache mir Sorgen. Hier ist aber nochmal ein Raum. Ich hoffe mit Medipacks. Shocktrooper Rucksack nehmen wir mit. Nehmen wir auch mal mit. Kann man alles auch verkaufen. Hier liegt wieder jemand. Noch ein Orion. Orion finde ich cool. Wir müssen aber zusehen, dass wir vielleicht doch mal mit dem Basisbau richtig anfangen. Und Ressourcen farmen. Dann können wir vielleicht sogar auch Munition und so selber herstellen. Wir brauchen kein Licht mehr. Alter. Extreme Witterung. Wir hätten vielleicht eine Rüstung holen sollen, die Kälte und Hitze widersteht. Medipack, Digitrik, also Yusirian Sidestar. Noch ein Rucksack. Hier piept was. Ich habe wirklich die Befürchtung, da vorne könnte ein Terramorph sein. Sieht schon dementsprechend aus, dass da gleich einer aus dem Boden rauskommt. Was zur Hölle? Ist das die Probe? Mein Gott! Feuer konzentrieren! Feuer! Alter, was? Was ist das für ein Geräusch? Das Ding schickt eine Art Signal aus. Das Radar schlägt Alarm. Ich glaube, du bekommst Gesellschaft. Ich bleib mal hier, bis wir wieder Sauerstoff aufgeladen haben. Alter, was? Das Signal aufheben, mit dem das Ding ist. Es müsste irgendwo am Hafen Radarsysteme mit Strom geben. Wenn du die online bringst, leite ich mein Signal darüber um. Das wäre ein Riesending. Schlimm, ich muss haben. Komm wieder hoch. Aua. Hier oben sind wir aber erstmal sicher gegen das Ding. Hey, hier drüben. Bitte, du musst mir helfen. Ich mache erstmal den da lieber kaputt. Wenn wir den da... Alter. Das ruckelt aber viel. Komm, geh kaputt. Du kannst dich gewinnen. Du bist zu schwach. Alter. Habe ich eine bessere Waffe? Ich versuche damit nochmal. Level 15, nice. Nein, immerhin. Nee. Tu mir nicht weh. Ah, jetzt. Für den Kampf. Nahkampf? Nee, Laser. Würde ich vielleicht
Ballistik Hütte 50 wird vielleicht hier auf Laser gehen. Wir benutzen auch Laserwaffen. Das ist ja eine Alter, er schmeckt mich nicht. Wenn wir den da fertig machen. Oder warte. Können wir Sauerstoff wieder aufladen? Wenn wir jetzt so gedückt sind. Wir haben keinen Sauerstoff. Da ist noch einer, sie sind überall. Das heißt, wir kommen erstmal nicht weiter. Das heißt, wir müssen den Großen jetzt bekämpfen. Weil wir keine Luft mehr kriegen. Hinter dir! Da ist einer! Alter! Aber auch direkt gegen einen Level 440er hier. Die sind überall! An allen Seiten! Rückzug! Rückzug! Alter, das ist auch absoluter Terror, was die mit der Psyche von jemandem machen. Hier! Ich bin hier! Oh Gott, bitte lass mich nicht sterben! Alter, was ein Riesending. Ja, komm. Der fließt aber auch sehr viel Mut. Ich glaube, wenn wir den besiegt haben, sind die anderen wieder ganz normal frei. Und greifen uns nicht mehr an. Denn die anderen sind ja versklavt. Ja, von denen. Alter. Immer dieser Erdbeben hier. Jetzt aber auch nicht erwartet, dass hier so ein riesen Dien kommt. So, letztes Mal. Halt! Stopp! Wir sind nicht feindselig! Nee, nicht feindselig? Warum greift ihr uns dann an? Hier! Ich bin hier! Ich bin froh, dass der nicht fliegen kann. Würde der noch fliegen können, wäre glaube ich noch ein bisschen schlimmer. So, nochmal Medipack. System beschädigt, leite Energie um. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, hilf mir! Alter. Aber wir haben ihn gleich. Erfahrungspunkte für den bekommen. Die Sklaven, sie verfolgen uns nicht. Wir sollten uns die Probe schnappen, solange es geht. Ja. Autsch. So, Probe der Anomalie. Gut. Jetzt gib Kaiser die Probe, dann war's das. Kaiser, komm hier runter. Letzte Probe gesichert. Okay, alles erledigt. Jetzt nix wie weg da. Ja. Percival, zieh den Stecker und such ein ruhiges Plätzchen zum Reden. Wird gemacht. Bis bald. So, das nehmen wir mit. Sorry, dass die jetzt alle drauf gehen mussten, aber das war eine Riesenanomalie auf jeden Fall. Alter, unsere Ausdauer ist auch für den Arsch. Kann ich mich zumindest ein bisschen bewegen ohne? Nee, der Sauerstoff will einfach nicht. Ich
muss, glaube ich, so laufen. In dem Tempo. Damit wir überhaupt vorankommen. Damit, und wir müssen auch zusehen, dass wir von hier auch wieder verschwinden. Wir können nicht hier rum. Okay, müssen da rum, ne? Aber immerhin haben wir den anderen Tieren geholfen, ein paar von denen frei zu werden. Das war jetzt ein heftiges Ding. Ein bisschen auch sprachlos, was das angeht. Ich hoffe, davon kommen nicht noch mehr. Und wenn, dann vielleicht wäre mir lieber, wenn wir dann auch gut genug gerüstet sind und gelevelt. Müssen wir überhaupt hier rum? So, hier müsste es jetzt aber langsam... Nee. Schutzregeneration, okay. Ich laufe mal lieber so. Genau, hier waren wir. Ich hoffe, meine Rüstung regeneriert sich auch schnell wieder. Nehmen wir mit. Das sind ja die Dinger, die zu Terrormaus werden. So, der ist tot. Also, wir müssen zusehen, dass wir möglichst viele von denen auch noch irgendwie aushalten. Ich habe jetzt wenig Lust, noch mehr Terrormaus zu begegnen. Und wir müssen zusehen, dass wir wieder heile werden. Denn hier Status, Unterkühlung, schwer, Prognose schlecht, Verwirrung, Kosten der Schiffswaffen im Zielmodus sind erhöht. Atemprobleme, O2 Regenerationsrate ist reduziert, Schock, langsamer Rückgang auf 10% der Gesundheit. Erfrierung schwer, Prognose stabil, Schmerzen, erlittener Gesundheitsschaden, verbraucht O2. Blasen, Nahkampfangriff verursachen weniger Schaden, verkrüppelt, Laufen verbraucht O2 und Sprinten verbraucht sofort sämtlichen O2. Wir müssen uns wieder aufwärmen. Vielleicht einen kleinen Urlaub auf der Erde machen. Da ist es ja schön warm mit der Wüste. So, extreme Kälte. Nee. Aber es gibt hier immerhin Flora, Fauna und Ressourcen. Oh. Ich laufe hier in die falsche Richtung, oder? Wo ist denn die Markierung hin? Da. Der sagt, wir müssen hier rum. Was sind das da? Infantry Alpha. Stimmt, hier hatten wir alles. So, machen wir wieder den hier. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht nochmal angegriffen.
War auch echt nicht schön. Was ein Riesending das einfach gewesen ist. Dieser eine Terrormorph. Warte mal. Hier. Müssen wir mal benutzen. Wir haben bestimmt wieder was. Was wir dafür nutzen können. So, hierfür haben wir nichts. Oder? Nee. Der ist beendet. Hier haben wir was. Gewürz. Dann haben wir den jetzt beendet. So, hier haben wir auch nichts, was wir machen können. Schade. So, nach da oben. Und ich hoffe, da ist jetzt wirklich was, wo es warm wird. Können wir das wieder einstecken? Ja. Wie soll ich da jetzt reinkommen? Nein, nein, wieso rennt er? Ich habe doch nicht auf Rennen gedrückt. Wir laufen noch mal ganz langsam, ja? Nur um sicher zu gehen. Wie soll man da hinkommen? So, gesunde machen wir auch noch mal voll. Ja. Nein, hoch, oben bleiben. Einmal kurz Ausdauer wieder tanken. Aber ich, wo soll ich jetzt da oder da hoch? Hier ist er. So, Percival. Schaut euch alle an. Zurück aus der Unterwelt. Zurück von den Toten. Zum Ende hin wurde es ziemlich hektisch im Funkverkehr. Aber es klang, als wäre es ein Erfolg. Haben wir alles, was wir brauchen, um den Plan in die Tat umzusetzen? Ich hoffe doch. Hätte uns fast ein paar Finger und Zehen gekostet, aber ja, wir haben sie bekommen. Funktioniert der Plan noch? Jetzt, wo wir Thermoparasiten und Terrormorphs beseitigen müssen? Sicherheit erhalten wir erst durch Tests. Aber dass die Thermoparasiten die ganze Zeit eigentlich Terrormorphs waren, ist eine große Entdeckung. Zu wissen, womit wir es zu tun haben, ist immer gut. Und es erleichtert die Sache. Stimmt. Außerdem glaube ich, dass es recht leicht wird, die Leute dazu zu bringen, eine der größten Plagen der Galaxie zu beseitigen, wenn sie dazu imstande sind. Aber das alles geht nicht ohne die Proben. Du hast sie doch, oder? Ja. Aber sicher, Kaiser hat alle Proben geladen. Ah, der beste Platz für sie. Die Verbindung ist vielleicht etwas undeutlich, aber habe ich das richtig verstanden, dass Vey Victis von dieser verdammten Pflanze wusste? So hörte es sich an. Der alte Admiral hat wohl jemanden eingeweiht. Selbst er ist nicht clever genug, um einen Angriff wie diesen aus dem Jenseits zu organisieren. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Lügen, du hast recht. Velvik, das kann nichts mit den Anschlägen zu tun haben. Eigentlich können wir ihn nicht ausschließen. Velvik, das ist am Leben und in UC-Gewahrsam. Hör zu, wir haben etwas erfahren, aber mehr kann ich nicht sagen. Ich habe es versprochen. Wir sind auch ehrlich zu ihm. UC hat da Mist... wie war das? Ja. Er will mich veräppeln, oder?
Adrian? Nein, ich glaube nicht. Wir haben also einen Verdächtigen. Genau das heißt es, ja. Captain, Percival und ich müssen diese Proben ins Labor bringen, um sicherzustellen, dass wir die Parasiten und die Terrormorphs gleichzeitig beseitigen können. Aber Vae Victis ist unsere einzige handfeste Spur zu den Angriffen. Da außer dir niemand weiß, wo er ist, kannst du mit ihm reden? Kannst du versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas auszuspucken, was er wissen könnte? Oh, ich werde ihn mir auf jeden Fall vorknöpfen. Ich werde tun, was ich kann. Er ist nicht gerade eine vertrauenswürdige Quelle. Glaubst du echt, dass er es war? Viele hegen einen Groll gegen die UC. Aber wir wissen, dass er der Einzige ist, der etwas über die Lazarus-Pflanze wusste. Momentan ist er also unsere einzige Option. Wirst du es tun? Ich glaube, das dürfen wir nicht. Ich werde mich auf jeden Fall vorknüpfen. Wir treffen uns alle beim Mast, vor dem Kabinettssaal. Sie werden alles wissen wollen, was wir hier aufgedeckt haben. Viel Glück, Captain. Und danke, dass du dich um ihn kümmerst. 9600 Credits, nice. Und 350 Erfahrungspunkte. So, okay. Sprich mit Vae Victis. Kann man hier so einfach runter? Anscheinend, ja. Wir treffen uns vor dem Kabinettssaal. Ja, ich werde... Ich werde mich aber erst einmal erholen müssen von... Also... In-game erholen müssen. Von den ganzen Schäden, die ich jetzt erleiden durfte, wegen der Kälte. Und der Gesundheit ist auch nicht gerade super. Ich habe so ein Gefühl, wir verlieren auch weiter in Gesundheit. Aber ich finde mega, was wir hier jetzt für eine Rüstung bekommen haben. Die war es auf jeden Fall wert. Die hat sie gelohnt. Jetzt müssen wir nur das Schiff noch mal ein bisschen besser umbauen. Und ich habe auch vor, dann vielleicht... Ja, komm, wir können mal anfangen, uns ausführlicher mit den Dings hier, mit den Außenposten mal auseinanderzusetzen. Wird auch langsam Zeit. Ressourcen haben wir ja auch schon mittlerweile mehr als genug gesammelt. So. Aber erstmal einlagern. Erstmal alles, was wir haben, was wir jetzt nicht in der Tasche brauchen, einlagern. So, Schussregeneration läuft wieder. So, wie lange dauert das jetzt? Prognose verbessert, Erfrierungen. Nice. Hier ist ein Medipack. Du kannst nicht schlafen, während du Gesundheitsschaden erleidest. Ich erleide noch immer Gesundheitsschaden. Wie lange dauert das noch? Warte mal. Langsamer Rückgang auf 10% der Gesundheit. Kann ich denn wenigstens... mein Schiff gleich steuern? Als Held von Vectera brauchst du deinen eigenen Comic, deinen eigenen Film und deinen eigenen Song. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Stimmt es, dass du Terrormorphs zur Strecke bringst? Oh, beherrschst du denn irgendwas nicht? Du könntest wohl auch einen ganzen Planeten mit dem Lasso einfangen.
Ein ganzen Planeten mit Lasso. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. So, Inventar. Erstmal den hier weg, den weg. Der ist ja cool. Den behalten wir mal. Die weg, der weg. Und den hier weg. So, dann haben wir hier UC Marine. Kann auch weg. Der kann weg. Weg. Wir behalten das, weil das einfach cool aussieht. So. Den behalten wir auch. Den packen wir mal gleich woanders hin. So. Alien-Genmaterial. Und Trauma-Pack behalten wir, weil die auch noch Gesundheit wiederherstellen. So. Wie viel Platz hat das hier noch? Noch knapp ein bisschen weniger als 500. Ich war abwesend. Ja, Captain? Weißt du, ich liebe Cydonia. Wenn ich mich hier in den Stuhl hinsetze und dann warte, kann ich mich wieder regenerieren? Ich kann hier nicht warten auf dem Stuhl, okay. Das wird dann schwierig. Ich hoffe, ich kann wenigstens abheben. Das wäre super, wenn ich... Okay, das funktioniert. Dann kommen wir aus der Eishölle endlich mal raus. Lift off eingeleitet, Captain. Auf in den wunderschönen Himmel. Jo, auf und davon. Wenigstens haben wir... Erreicht. Wir kamen schon wieder. Wir raten dir, den Orbit sofort zu verlassen. Die Colonies sind nicht verantwortlich für erlittene Schäden, falls du dem nicht nachkommst. Ich bin doch fertig. Ich bin auf einer kritischen Mission. Lass mich passieren oder ich melde. Ich prüfe das mal eben. Stimmt. Alles klar. Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Ich komme gerade von da. Ich wollte gehen. So, wir wollen aber in die Richtung. Alpha Centauri. Town up. Okay, Grafsprung. Und los. Rein theoretisch soll es aber möglich sein, dass man hier auch wirklich vom einen Planeten zum anderen fliegen kann. Ich liebe das Gefühl nach einem perfekten Sprung. Kurs beibehalten, während wir noch Schmuggelware scannen. Ja, keine Schmuggelware. Alles gut. Wir machen momentan noch nichts Kriminelles. Viel Spaß in New Atlantis. So, erstmal will ich hier jetzt aber die Quest abgeben. Naja, genau. Hier geht das nicht anders. Die Frage ist, wo wollen wir eigentlich unsere Basis hinsetzen? Unsere Hauptbasis. Irgendwo müssen wir ja damit anfangen. Unsere Hauptbasis. Ein paar Basen haben wir, glaube ich, schon gemacht, oder? Aber noch nicht wirklich. Also, wir hatten ein bisschen was gebaut gehabt, aber mehr auch nicht. So. So, wir brauchen jetzt dringend einen Arzt, der uns wirklich versorgt.
Wo finden wir einen Onkel Doktor? Das Geld ist es mir jetzt wert. Du wirst mal betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Sergeant Rumi hat wieder was für mich, okay. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Nee, momentan noch kein Kopfgeld. Ich brauche jetzt aber was für die Gesundheit. Ich brauche einen Arzt. The Viewport. Wo finden wir einen Arzt? Meine Gesundheit sinkt ja weiter. Vielleicht im Geschäftsdistrikt. So, hier ist aber 21 Grad, also eigentlich, hier Geschäftsdistrikt, gehen wir erstmal hin. Wir müssen dringend hier wieder fit werden. So, wahrscheinlich da unten irgendwo. Das war nämlich ein bisschen viel mit der Kälte. Ich habe meinen Boss gefragt, wie sie neue Angriffe verhindern wollen. Er meinte, die besten Leute wären an der Sache dran. Return of the Interceptor hat sämtliche Box-Office-Rekorde gebrochen. Auch bei Produktionskosten und Verzögerungen setzt der neueste Interceptor Rekorde. Okay. Viele Szenen wurden vor Ort gedreht. Der Regisseur bestand auf höchste Authentizität. Doch die riskante Strategie hat sich gelohnt und der Film dürfte zahlreiche Preise erhalten. So, bist du Arzt? Infinity? Willkommen in der Konzernzentrale von Infinity LTD. Ne, wo finde ich einen Arzt? Das ist kein Arzt, das ist eine andere Art von Arzt. Das wird immer kritischer. Ich muss jetzt wirklich ein Medipack nochmal verbrauchen. Die Gelbank wollen wir jetzt nicht hin. Unten weiß ich auf jeden Fall eine. Technologiefirma in den besiedelten Systemen. Im Unterdeck. Im Unterdeck war definitiv jemand, Arzt. Jo. Was war das denn jetzt? Ich finde super, dass wir hier so einen Delfinsprung haben. Führt der Fahrstuhl auch zum Unterdeck? Ich hoffe es. Nee. Gab es hier nicht noch einen Fahrstuhl? Da hinten vielleicht? Da ist noch ein Fahrstuhl, der muss dann uns nach unten führen. Ein Unterbezirk. Da ist definitiv Unterdeck. Da ist definitiv jemand da, der uns helfen kann. Eine Ärztin. Die uns von allem heilen kann. So, sind wir jetzt auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder hier? Genau, hier.
Ich habe nur begrenzte Ressourcen. Wir geben hier unser Bestes. Ich brauche Hilfe, Doc. Okay, lass mich mal sehen. Mann, wie siehst du denn aus? Ja. Genau, Kreditzahlen, heile meine Wunden, heile meine Leiden, kümmere dich um alles für 750. Keine Angst, nähen kann ich. Gibt vielleicht nicht mal eine Narbe. Okay, entspann dich. Wir kriegen dich wieder hin. Hier, bitte. Bist fast so gut wie neu. So. Brauch mal medizinisches Material. Wir sind nicht Reliant Medical. Aber wenn du die Credits hast, habe ich vielleicht was für dich. So, Hilfsmittel. Medipack hat sie nur 2 Stück. Ja, gute, war mir jetzt das Geld aber wert. Nice. Dann sind wir jetzt erstmal wieder geheilt. So, das heißt dann für uns jetzt noch einmal kurz die Quest hier weitermachen mit Vervictus. Und sobald wir das abgeschlossen haben, kümmern wir uns dann wirklich mal lieber um die Außenposten. Ich möchte aber wirklich die Hauptbasis auf der Erde machen. Dass die Erde unsere Hauptbasis ist. Und wir es einfach nach und nach wieder besiedeln und zum Leben erwecken. So. Unter Sektion 7. Und wer weiß, vielleicht kann man tatsächlich irgendwie, wenn man... Ich glaube, das wäre doch vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich fände es cool, wenn hier auch so eine Funktion wäre, dass man zumindest die Erde terraformen wieder besiedeln könnte, sodass das irgendwie nach einer Weile so danach aussieht. Und dass es langsam immer grüner wird. Und man da vielleicht auch... für die Erde eine neue Bauoption dann kriegen könnte. Sozusagen als kleine versteckte Aktionsmöglichkeiten. Das fände ich mega auf jeden Fall. So, Intercom. Welch angenehme Überraschung. Als ich hörte, dass du und Hadrian ausgerechnet nach Londinion wolltet, nahm ich an, ihr wärt etwas Großem auf der Spur. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Oh, das haben wir und noch viel mehr. Stell dich nicht dumm, wir wissen, dass du steckst hinter den Angriff auf New Atlantis und Tau Ceti. Keine Ahnung, gibt es etwas, das du mir über deine Zeit in Londinion erzählen willst? Ich würde das erstmal fragen. Ich war schon jahrelang nicht mehr in Londinion. Warum? Kann ich irgendwie behilflich sein? Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Oh, das haben wir und noch viel mehr. Dann ist ja gut. Also, was macht ihr hier genau? Die Terrormorphs sind doch noch lange nicht besiegt, oder? Wir haben eine Aufzeichnung entdeckt. Du sprichst darüber, Terrormorphs als Waffen zu nutzen. Ich weiß, dass du etwas mit den Angriffen auf Ceti und New Atlantis zu tun hast. Hör doch auf, du hast UC-Bürger umgebracht und jetzt wirst du dafür bezahlen, gestehen. So, habt ihr das? Nun... Ich weiß nicht, was du auf dieser Aufzeichnung gehört zu haben glaubst, aber ich hoffe, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. In Anbetracht des nervösen Zustands des Kabinetts, könnte es in derartigen Neuigkeiten hineininterpretieren, dass ich etwas mit den Angriffen zu tun habe? Kann ich dich überzeugen, das für dich zu behalten? Spar dir die Lügen, gestehe oder ich leite meinen Fund weiter. Weißt du, du bist viel schlauer, als ich dachte. Ich soll es also aussprechen für dich? Ja. Ich war's. Die Terrormorph-Angriffe auf Tau Ceti, New Atlantis, meine Idee. Jahrelange Zusammenarbeit mit meinem Partner. Experimente, wie man den Blütenstaub der Lazarus-Pflanze außerhalb von Londinion verbreitet. Wie man ihn herstellt, als Waffe einsetzt. Und weil du ja so schlau bist, kannst du dir bestimmt denken, warum ich sowas tun würde.
Weil du wahnsinnig bist und ein Mörder und nur lebst, um zu töten? So lange an etwas zu arbeiten, das wirkt, als wäre es etwas Persönliches. Partner, mit wem arbeitest du zusammen? Alles zu seiner Zeit. Zuerst will ich wissen, ob du wirklich so schlau bist, wie du wirkst. Also, warum würde jemand wie ich sich die ganze Mühe machen? Wie zeigt man denn UC am besten, welch mächtige Waffe die Lazarus-Pflanze ist, indem man sie einsetzt? Kein schlechter Gedanke, aber nein. Die Angriffe waren eine Korrektur. Ich habe durchaus überlegt, meine Entdeckung der Pflanze offenzulegen. Aber wir waren im Krieg und derart gefährliches Wissen durfte nicht in falsche Hände fallen. Also habe ich den Raumhafen von Londinion bombardieren lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ausbreitung der Terramorphs wurde verhindert. Und das Wissen um das Potenzial der Pflanze geschützt. Bitte kein Geheimnis, so gefährlich, dass man so viele Tote damit rechtfertigen kann. Du hast erst nach Jahren herausgefunden, wie man die Pflanze einsetzt. Und du hast sie umsonst getötet? Du hättest die Information aushändigen müssen, sie sichern, damit sie nie genutzt werden können. Du hast nicht mal deinen eigenen Leuten in UC vertraut. Das waren die letzten Tage des Koloniekriegs, Captain. Es wimmelte überall von Freestar-Spionen. Ich hatte Sorge, dass das Collective anfängt, Lazarus-Pflanzen zu züchten und unsere Welten mit Wellen von Terramorphs überzieht, wenn das rauskam. Genau wie in Londinion. Die Stadt abzuriegeln, um unzählige weitere Tote zu verhindern. Das war damals die einzige vernünftige Option. Du hast die Informationen aushändigen müssen, sie sichern, damit sie nie genutzt werden können. Heute lässt sich leicht urteilen. Ich wollte einen ohnehin katastrophalen Krieg nicht noch um eine gefährliche Variable erweitern. Aber als der Krieg vorbei war, mein Prozess, meine Hinrichtung, traf ich eine Entscheidung. Ich hatte alles für die UC gegeben, selbst mein Leben. Und was habe ich dafür bekommen? Haben die UC versucht, mein Vermächtnis zu beschützen? Das meiner Tochter? Nein, wir wurden geopfert, obwohl wir nur gedient hatten. Also habe ich geschwiegen und als Korrektur die Angriffe arrangiert. Meine Tochter wird zur Heldin. Ich werde Berater, weil ich Kaisa und das Forschungsteam gefunden habe. Und ich festige meine neue Machtposition, indem ich ihnen den Drahtzieher hinter dem Angriff auf New Atlantis nenne. Den tragisch verstorbenen Reginald Orlais. Über Jahre hinweg mein Partner und von Anfang an als mein Sündenbock eingeplant. Ein Glück, dass er gestoppt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Seine jahrzehntelange Flucht ist zu Ende, dank eines weiteren Helden. Dir. Du hast also UC-Bürger umgerufen, weil deine Ehre angeknackst war? Du bist doch krank. Ah, ich bin also nur dein Aufräumteam. Du hältst dich wohl für äußerst schlau. Orlais? Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Hast zu viele getötet, um dich an alle zu erinnern. Du hast Orlais in der Nähe des Mondes von Etheria getötet. Den Piloten der Warlock. Du solltest ihn töten, um mein Geheimnis zu wahren. Wie konntest du all das alles von hier aus koordinieren? Das frage ich mich auch. Es war nicht leicht. Doch das Schöne, wenn man verabscheut wird, die Leute tun alles, um einen zu ignorieren. Sie wollten vorgeben, dass ich nicht existiere. Das habe ich zu meinem Vorteil genutzt. Dennoch war es mühsame Arbeit, über die UC-Sicherungsteams einen Kommunikationsweg zu Orlais aufzubauen. Manch ein Feldzug war leichter. Sie dachten, sie ködern gesuchte Verbrecher. Doch in Wahrheit haben sie präzise verschlüsselte Slates ausgeliefert, mit Anweisungen, die nur der Empfänger sehen konnte. Genau im richtigen Moment geliefert, sodass sie in die richtigen Hände fallen, ohne dass die UC erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Mühsame Arbeit, aber letztlich effektiv, wie du siehst.
Und warum zur Hölle schert es dich, ob die UC dich als Berater wollen? Warum sollte ich mich mit den Menschen gutstellen wollen, die mein Leben kontrollieren? Mal überlegen. Vielleicht träume ich noch von einem Leben außerhalb dieser Mauern. Es wäre natürlich ein neues Gesicht nötig. Aber es ist möglich. Wobei mir jetzt Zweifel kommen. Wenn ich mir eigentlich so ganz genau überlege, er ist jetzt 19 Jahre hier gefangen. Und das war damals tatsächlich vor 19 Jahren, Kriegszeiten. Da wurden Terramorphs und andere Xenowaffen und so eingesetzt gegeneinander. Und er hatte tatsächlich eigentlich nur die Sorge, dass es nicht nochmal irgendwie anders eingesetzt wird. Er ist eigentlich. Klar, seine Tat jetzt Also so. wartest du einfach ab. Ich bin noch am Überlegen, ich bin noch am Nachdenken, ja? Lass mir die Zeit. Er ist eigentlich doch nicht so böse, wie ich eigentlich glaube. Oder geglaubt hat. Das waren damals kritische, schwierige Zeiten, Situationen. Ich glaube, da hätten wahrscheinlich viele andere genauso reagiert. Klar, im Nachhinein kann man immer sagen, wie er auch selber schon gesagt hatte, so dass ich hätte anders reagiert und so weiter, kann man immer sagen. Aber ist man erstmal in so einer Situation, dann ist es schwierig, Du wirklich hast dann. meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja. Ist es dann eigentlich schwierig zu sagen, hier, so, wenn man wirklich in dieser Situation ist, dass man die richtige Entscheidung trifft. Also, klar, er will jetzt erstmal wieder raus und hat jetzt zwar ein bisschen Scheiße, Dreck am Stecken, Scheiße gebaut, aber an sich, er wollte niemanden wirklich was Böses, glaube Captain, ich. bitte, du hast hier ebenso profitiert wie ich, vielleicht mehr. Deswegen habe ich Kaisa von Orleys umprogrammieren lassen, dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Alles, damit ihr Erfolg habt. Und es hat geklappt. Ich weiß zufällig, dass das Kabinett dich und Hadrian ehren will, wenn alles erledigt ist. Ist das nicht allemal besser, als irgendwo im Nirgendwo Aufträge für die Vanguard zu erledigen, ohne Anerkennung? Und nur die vage Hoffnung, sich vielleicht irgendwann auf dem Unterdeck ein Haus kaufen zu dürfen? Sie würden mich dafür ehren, dass ich deine Fehler ausbügle? Falls du darauf wartest, dass ich Danke sage, werden wir eine Weile hier sein. Das alles hatte durchaus einige Vorzüge. Von welchen Ehrungen reden wir hier? Etwas, was eurer Hingabe den Colonies gegenüber würdig ist. Sie können dir natürlich kein Kommando übertragen. Das muss man sich erst verdienen. Doch das Kabinett verfügt über beträchtliche Ressourcen. Du wirst vermutlich sehr erfreut sein. Und ohne meine Intervention wäre das alles nicht möglich gewesen. Das alles hatte durchaus einige Vorzüge. So ist es. Ja, hat auf jeden Und Fall. vergessen wir nicht, wie wichtig unser eigentliches Endspiel ist. Die Terramorphs eliminieren und das Wissen um die Lazarus-Pflanze sichern. Was wir in Gang gesetzt haben, wird vielleicht Millionen von Leben schützen. Ich bitte nur darum, dass ein weiteres Leben geschützt wird. Meins. Ich habe die Beweise für Orleses Beteiligung an den Angriffen an das Kabinett geschickt und dabei meine verschwiegen. Ich bitte nur darum, dass du das dem Kabinett bestätigst. Sag ihnen, dass es Orleys allein war. Ich habe schließlich noch immer eine lange Liste mit Bedrohungen für die UC. Wir können unsere guten Taten fortsetzen.
Ich hoffe, du hast die Unterhaltung genossen, wenn ich mit dem Kabinett rede. War es deine letzte? Ich weiß nicht genau, was ich dem Kabinett sagen werde. Schön, ich sorge dafür, dass alles Orleys angehängt wird. Glaubst du, ich vergesse einfach, dass du für deine guten Taten Menschen getötet hast? Und wie viele hast du getötet, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Große Errungenschaften kosten Leben, Captain. Ob man nun einen Krieg gewinnt oder einen Tramtunnel gräbt. Wir haben also ein paar Dutzend geopfert, um das Leben von Millionen zu schützen. Für mich ist das ein fairer Tausch. Ich hoffe nur, du siehst das auch so und erwähnst meinen Namen in künftigen Gesprächen nicht. Nun, worum genau reden wir hier? Die Jagd nach Kriminellen und anderen Bedrohungen für die United Colonies. Ich vermute, dass sie mir etwas mehr Freilauf gönnen, wenn all das vorbei ist. Das wäre wie die Sache mit Orleys. Du würdest sie aufspüren und sie davon abhalten, den United Colonies zu schaden. Das ist jedoch unmöglich, sollte das Kabinett erfahren, dass ich für die Angriffe verantwortlich war. Ich weiß nicht genau, was ich dem Kabinett sagen werde. Naja, ich hoffe, du behältst das große Ganze im Kopf, Captain. Wir haben hier etwas Großes getan. Wir sollten die Chance ergreifen und noch eins draufsetzen. Also, ja, der könnte uns eigentlich nützlich sein und eigentlich hat er zu Kriegszeiten etwas getan, was wahrscheinlich jedem von uns wirklich schwerfallen würde, so da die richtige Entscheidung zu treffen. Ich bin nicht sicher. Vielleicht denke ich auch alles komplett falsch. Vielleicht hat er mich einfach nur geschafft gehabt, zu überzeugen, dass er... Naja, also lupenrein gut ist er nicht. Aber wenn ich dann die Wahl hätte, dann hätte ich ihn lieber eher auf meiner Seite, statt gegen mich. Und Hadrian wird, das ist die falsche Richtung. Hadrian wird ja nicht wissen, was ich mit ihm besprochen habe. Wenn ich jetzt so sage, das war alles nur Orleys. Ja, was? So, da sind die beiden. So, Major Hadrian Sarnoff. Perfektes Timing. Wir sind gerade rein. Gute Nachrichten. Die Mikrobe und die Acelis sind genauso effektiv gegen die Thermoparasiten wie gegen die Terramorphs. Das heißt, alle Pläne sollten helfen, um diese Dinger endlich loszuwerden. Angesichts der von der Lazaruspflanze ausgehenden Gefahr können wir uns gar nicht schnell genug um die Sache kümmern. Ich habe das Kabinett bereits auf den neuesten Stand gebracht. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du was rausgefunden? Hat dir mein Vater erzählt, was er über die Lazaruspflanze weiß? Victus hat gestanden, er hat die Angriffe aus seiner Zelle organisiert. Lügen, es war ein Mann namens Dr. Reginald Orleys. Er steckt hinter den Angriffen. Mir fehlen noch ein paar Informationen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich mehr weiß. Ach, ist schwierig, aber komm, wir sagen mal das. Der wollte eigentlich eher helfen. Und, ja. Orleys? Ich weiß nicht, Reginald Orleys? Er? Ich wusste nicht, dass er noch lebt. Bist du sicher, dass er das war? Ja, ich habe absolut. Der Beweis ist in diesem Moment unterwegs zum Kabinett. Glaubst du nicht? Du kanntest Orleys? Ja, ja. Wir haben beide vor Ewigkeiten für Drip gearbeitet. Verschiedene Abteilungen, aber alle kannten Orleys. Er hatte ein Händchen für Waffentechnologie und ging leicht an die Decke. Kaum überraschend, dass er nach dem Koloniekrieg die Flucht dem Gerichtssaal vorzog. Aber dass er sich seitdem zu einem Massenmörder entwickelt haben soll, das ist ein Schock. Bist du dir sicher? Absolut, der Beweis ist in diesem Moment unterwegs zum Kabinett. Beeindruckende Arbeit. Also dann, erzähl uns alles. Wo ist Orleys jetzt? Konntest du ihn ergreifen? Er hatte den Auftrag, ihn zu fassen und habe ihn getötet. Wusste damals nicht, was er getan hatte.
Der Kerl wollte mich töten, das war sein letzter Fehler. Lügen, Olays ist tot, die Dinge liefen aus dem Ruder. Bin noch etwas mitgenommen. Der wollte mich töten. Hm. Verstehe. Ich hätte ihn gerne befragt, aber mir ist sowas Ähnliches auch schon mal passiert. Tut mir leid, dass du das durchmachen musstest. Weißt du, warum er es getan hat? Oder was er mit der Pflanze vorhatte? Keine Ahnung, er hat kein Geständnis hinterlassen. Lügen, er fand die Pflanze in Londine und entschied sie gegen die UC einsetzen. Lügen, er hielt es für das Richtige, wollte verhindern, dass die Lazarus-Pflanze ignoriert würde. Ein Wahnsinniger rechtfertigt seine Morde. Naja, wenigstens wird er jetzt niemandem mehr wehtun. Mehr können wir angesichts der Umstände wohl nicht verlangen. Also müssen wir das Ganze wohl nur noch dem Kabinett präsentieren. Außer es gibt sonst noch was, das wir besprechen sollten. Das könnte unsere letzte Chance sein, alles zu besprechen, bevor das Kabinett bei der Entscheidung in Sachen Terrormorphs mitredet. Welche Methode für die Bekämpfung der Terrormorphs zieht ihr beiden vor? Mit der Mikrobe wird die Reinigung viel schneller vonstatten gehen. Wenn wir Angst vor einem erneuten Einsatz der Lazarus-Pflanze haben, dann wäre das unsere Wahl. Das Kabinett kann die Lazarus-Pflanze sichern. Und dann riskieren wir keine Überraschungen beim Umgang mit einer Mikrobe. Du bist paranoid. Du weißt, was wir tun können. Dass wir für Sicherheit sorgen können. Das weiß ich. Ich kann aber auch rechnen. Eine Mutationschance von 1 zu einer Million ist nicht gleich 0. Wir sind uns also noch nicht einig. Vielleicht sollten wir uns jetzt anhören, ob das Kabinett die eine oder andere Methode bevorzugt. Also beide Methoden sind effektiv gegen Thermoparasiten? Richtig. Die Mikrobe muss an die Thermoparasitanatomie nur minimal angepasst werden. Und die Azeles scheinen Parasiten sogar noch besser aufzuspüren als Morphs. Das wird aber ein Anblick, wenn sie fangen. Wie eine offene Luftschleuse, die wütende Spaghetti verschlingt. Entschuldigung? Ich habe gerade Schluck auf. So, welche Risiken gibt es, wenn wir die Azeles zurückholen? Azeles sind Menschen gegenüber nicht feindselig, sind aber Megafauna. Wenn sich jemand mit einem anlegt, wird es hässlich. Aber sie haben sich schon einmal sehr weit ausgebreitet, als die UC sie als Vieh gezüchtet haben. Es besteht also kaum ein Risiko, wenn man sie neu einführt. Wenn man sie einsetzt, um die Terrormorphs und Parasiten zu beseitigen, dauert das aber viel länger als mit der Mikrobe. Nach allem, was wir jetzt über die Lazarus-Pflanze wissen, ist die Geschwindigkeit wichtig. Aber bei den Azeles kennen wir zumindest die Risiken. Also von meiner Seite aus nicht. Gehen wir rein. Dann mal los. Gibt's nichts mehr. Okay, dann ab ins Kabinett. Denn wir brauchen jetzt... Warum machen wir eigentlich nicht beides tatsächlich? Weil wenn wir jetzt erst einmal die Lazarus... die Azeles da erstmal... Haben wir erstmal eine schnelle Lösung. Aber ich glaube, langfristig wäre das mit diesen Tieren da sinnvoller. Willkommen zurück. Ich wünschte, wir hätten einen erfreulicheren Anlass für unser Treffen. Aber laut Hadrians Report und dem zweiten soeben erhaltenen war der Terrormorph-Angriff auf New Atlantis kein zufälliges Ereignis, sondern wurde bewusst herbeigeführt. Stimmt das, was ich hier lese? Ja, das stimmt, Ma'am. Der Angriff war geplant. Ja, aber keine Sorge, wir haben den Schuldigen gefunden. Na komm. Mein Gott. Ein Angriff mit Terrormorphs? Wie ist das möglich? Wenn wir hier fertig sind, werdet ihr alle vollständig gebrieft. Dann stimmt das, was im zweiten Bericht steht? Hat Reginald Olays diese Angriffe verübt, Captain? Dieser Bericht stimmt nicht ganz. Olays hat geholfen, aber wer Victus hat die Angriffe organisiert? Ja, es war Olays. Hadrian, ich finde, du solltest es ihnen sagen. Tut mir leid, ich brauche einen Moment, um etwas nachzuprüfen. Ja, es war Olays. So ist es wohl, Ma'am. Der Captain hat das gleich nach unserem Trip nach Londinion herausgefunden. Reginald Olays? Wurde der nicht laut Bericht vor kurzem getötet? Man fand seine Leiche im Orbit von Etheria.
Im Bericht stand, dass du ausgeschickt wurdest, um ihn zu ergreifen, Captain. Das hat wohl nicht ganz so geklappt. Ah ja, ich habe von eurem Auftrag und Auftraggeber gehört. Habt ihr zu dem Zeitpunkt vermutet, dass Orlais etwas mit den Angriffen zu tun haben könnte? Nein, Ma'am. Wir dachten, wir würden uns um einen bekannten Verbrecher kümmern. Das war ein glücklicher Zufall. Ich war ebenfalls ziemlich überrascht. Nee, eigentlich das. Anscheinend hattest du in der Sache die Nase vorn. Dieser Bericht enthält klare Beweise, dass Orlais die Angriffe mit Hilfe dieser vom Captain und Major Sarnon entdeckten Lazarus-Pflanze ausgelöst hat. Erschreckend. Allerdings. Obwohl es besser gewesen wäre, hätte er sich endlich dem Gericht der UC stellen müssen. Gebührt euch zwei wohl Lob, weil ihr euch um ihn gekümmert habt, bevor er noch einmal zuschlagen konnte. Vielen Dank. Da wir jetzt den Schuldigen entlarvt haben, können wir uns anderen Dingen zuwenden. Aufgrund der heute erstellten Zusammenhänge, der Lazarus-Pflanze, der Angriffe und der Thermoparasiten. Ihr drei habt wahrscheinlich tausende Leben gerettet. Aber jetzt muss das Kabinett dafür sorgen, dass sich der Vorfall nie mehr wiederholt. Deshalb wird das Kabinett die Lazarus-Pflanze in Londinion sichern. Alle mit der Pflanze in Zusammenhang stehenden Materialien werden geheim gehalten, damit niemand ihre wahre Natur herausfindet. Das ist eine kluge Entscheidung. Finde ich auch. Das war die richtige Entscheidung, Ma'am. Ma'am, ich finde, die anderen Fraktionen sollten beim Sichern der Lazarus-Pflanze auch eingebunden sein. Die Pflanze zu sichern reicht nicht. Sie sollte vernichtet werden. Was werden die UC unternehmen, um die Lazarus-Pflanze zu schützen? Ich finde, auch die anderen sollten eingebunden sein. Das Freestar Collective einweihen? Warum? Damit sie noch was haben, um es gegen uns zu verwenden? Dem schließe ich mich an. Ich halte das nicht für nötig. Ja, aber wenn es würde dem Collective zeigen, dass die UC nicht insgeheim plant, sie irgendwann einzusetzen. Die UC haben jetzt nicht besonders viel geleistet. Das würde für gutes Betragen sorgen, beiderseits. Ich würde das sagen. Oh, interessante Idee. Das wäre eine große Geste. Wir zeigen wieder einmal, dass dieses Kabinett anders denkt als seine Vorgänger. Die Beobachter auf dem Mars haben bewiesen, dass so eine Geste was bringen kann. Wir sollen uns also beim Collective anbiedern, indem wir unsere Staatsgeheimnisse teilen? Nein, ich möchte die wahren Absichten der UC offenlegen, nämlich, dass die Pflanze nie wieder als Waffe benutzt werden wird. Das klingt gar nicht so schlecht, Kulkarni. Na gut, wir binden das Collective in die Planung mit ein. Vielen Dank für den Vorschlag, Captain. Also dann, zum letzten Punkt. Das Kabinett befürwortet die Umsetzung eines Plans bezüglich der Terromorphs und nun auch der Thermoparasiten auf menschlichen Welten. Tatsächlich haben wir bereits begonnen, in allen Häfen und Siedlungen der UC nach bislang unentdeckten Nestern zu suchen. Aber wir alle wissen, dass das nur ein Teil der Lösung ist. Das ist ein langes und schwieriges Projekt. Zuallererst werden wir unsere genaue Vorgehensweise besprechen und entscheiden müssen. Madam, diese Mikrobe ist eindeutig ein zu großes Risiko. Die Azeles sind viel sicherer. Vielleicht für Personen, die keine fundierten Kenntnisse in Biologie haben. Die Technologie hinter der Mikrobe ist jedoch erprobt. Sie ist nicht gefährlich. Die Menschheit wäre am schnellsten sicher, wenn wir die Terromorphs mit ihr ausrotten. Und schnelle Ergebnisse sind immer auch die besten Ergebnisse, ja? Wie du sehen kannst, ist sich das Kabinett noch nicht einig. Wir haben gehofft, deine Gruppe könnte uns etwas empfehlen. Major? Wir haben selbst schon darüber debattiert, aber der Captain muss noch was dazu sagen. Verstehe. Captain, das ist zwar vielleicht nicht dein Fachgebiet, aber wir würden gerne wissen, was du von der Sache hältst. Ich würde tatsächlich eigentlich beide sagen. Der Einsatz von Azeles ist am sichersten, das wäre meine Wahl. Terramorphs haben genug Schaden angerichtet, sie müssen schnell mit der Mikrobe vernichtet werden. Müssen wir denn was unternehmen? Ist es nicht genug, wenn wir die Lazarus-Pflanze sichern? Ich habe noch Fragen zu den Methoden. Brauche einen Moment, um nachzudenken. Eigentlich müssen die schnell vernichtet werden. Schön, dass du dich nicht vor etwas angewandter Genetik fürchtest. Die Forschungsdivision stimmt voll und ganz zu. Und Major Sarnon? Dr. Walker,
Ist das Ganze akzeptabel? Wir vertrauen dem Urteil des Captains. Dann wäre die Sache geklärt. Wir beginnen sofort mit dem Prozess. Heute ist der erste Tag der Terramorph Management Division der United Colonies. Und ihr drei seid die Gründungsmitglieder der TMD. Was? Das Kabinett möchte dieser Gruppe gebührenden Dank erweisen. Heute werden wir unsere Reihen um drei Bürger der Klasse 1 erweitern. Klasse 1? Für uns drei? Ist das ein Scherz? Was er damit sagen will, ist: Danke, Ma'am. Oh ja, ja. Danke, Ma'am. Solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Was ist ein Bürger der Klasse 1? Das will ich jetzt wissen. Das ist ein Status, ausschließlich reserviert für diejenigen, die ihr Leben den United Colonies gewidmet und Großes für die Sache geleistet haben. Bürger der Klasse 1 erhalten eine großzügige Auszahlung, zusätzliche Ermäßigungen der Preise für Kolonialwaren. Und ich habe gehört, das Penthouse sei beeindruckend. Okay, solange ich bezahlt bin, werde, bin ich glücklich, aber ich bin jetzt... Dann wirst du ziemlich glücklich sein. Und jetzt haben wir einiges zu tun. Major Sanon, Dr. Walker, ich hoffe, ihr zwei seid bereit, weiterzumachen und die Forschung der TMD auf dem Mars voranzutreiben. Das wäre uns eine Ehre. Und nun zu dir, Captain. Die Vanguard wird die TMD nach Kräften an der Oberfläche unterstützen. Da du der Vanguard und der TMD angehörst, finde ich, dass du dir deine Aufgaben aussuchen kannst. Sprich mit deinem Commander, Tuala, wenn ich mich nicht irre. Er sollte dich in Zukunft mit Aufträgen versorgen können und er hilft dir auch, die Vorteile der Klasse 1 in Anspruch zu nehmen. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das Treffen ist vertagt. Ich bin jetzt mit den beiden Gründer einer neuen Sektion in den United Colonies. Hä? Sprich mit Commander Tuala. Ich gehe mal erstmal runter, aber... Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Wir wurden jetzt einfach so zu Gründer einer neuen Dingenskirchen hier. Warte mal, was ist denn jetzt eigentlich die aktive Quest? Nein, nicht mit Yumi sprechen. Sprich mit Wer wirkt es über die Zusammenarbeit? Dann machen wir das. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Höchste Mitglieder der United Colonies. Klasse 1 sind wir jetzt. Oishi. Okay. Klasse 1 Bürger der United Colonies. Und Gründer der Terrormordbeseitigungseinheit. Alles klar, aber ja, das werden wir alles mal in der nächsten Folge durchgehen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.